Tu souffres de exactement de quelle maladie? Tu souffrais de quelle maladie? Maintenant, tu ne souffres plus? Und da warst du eine Krankheit, hast du denn gelitten, genau? Je souffrais de l'arthrose. Ich hatte Arthrose. J'avais mal depuis le mois de janvier. Also ich hatte Schmerzen seit Januar. Des deux genoux. In beiden Knien, links und rechts. Et deuxième mois, Und im zweiten Monat mon mari m'a dit d'aller voir le médecin. hat mein Mann mir gesagt, ich soll die Ärzte aufsuchen. Et nous sommes allés voir le médecin en avril. Und im April sind wir gegangen, also um einen Arzt aufzusuchen. Donc, ils m'ont dit de faire une radiographie. Die hat mir wiederum gesagt, ich soll meine Knie röntgen lassen. Et après l'analyse, Und nach der Analyse ils ont découvert que j'avais l'arthrose. haben sie festgestellt, dass ich an Arthrose leide. Donc, j'ai les analyses de la radiographie. Hier habe ich die Ergebnisse der Radiographie, also die Röntgenbilder. Sie zeigen, dass beide Knien betroffen sind, links und rechts. Et voici les résultats. Und hier habe ich auch die Bestätigung, dass da unten steht. J'avais mal. Ich hatte sehr starke Schmerzen. Je ne dormais pas. Ich konnte nicht schlafen. Pour me lever, um aufzustehen. C'était difficile. Das war sehr schwierig. Et j'ai oublié, j'avais les deux genoux enflés. Ich hatte vergessen noch zu sagen, beide Knie waren aufgeschwollen. Donc, je cherchais vraiment la guérison. Ich wollte wirklich geheilt werden. Ich suchte die Heilung. Ils m'ont prescrit même des médicaments que je n'ai pas pris. J'ai dit, le Seigneur peut me guérir. Ils m'ont prescrit des médicaments. Man hat mir Medikamente verschrieben. Mais je n'ai pas pris. Aber ich hatte die nicht genommen. Ich wollte, dass Gott mich heilt. Et le Seigneur, dans son amour, Und Gott in seiner Liebe il s'est révélé au frère François. Hat dem Bruder François offenbart. Il a monté mon état d'âme. Hat ihm mein Seelenzustand que je voulais gezeigt. Je voulais la guérison à tout prix. Dass ich um jeden Preis die Heilung haben will. Que je suis allé voir les Christianistes Célestes. Dass ich sogar zu den Christianistes Célestes gegangen wäre. Pour obtenir la guérison. Um die Heilung zu erfahren. Non, le Seigneur avait monté mon état d'âme. Gott hatte mein Seelenzustand offenbart. Je voulais aller même à Paris. Ich wollte sogar nach Frankreich. J'ai appelé Lucie. Ich hatte eine Schwester Lucy angerufen. Pour dire que je vais aller à Paris. Um mir zu sagen, dass ich nach Paris gehen werde. Cela m'a dit, ah, qu'il y a un programme à Stuttgart le 23. Und sie hatte mir erzählt, dass am 23. Juni ein Programm, Juni, Juli, ein Programm in Stuttgart stattfindet. Elle m'a dit, ah, le frère Chora vient. Und ich sage, ah, Chora kommt, der Bruder Chora. Elle dit, non, Ange. Und ich sage, ach nein, Ange. Ah. Ah, sagte sie. Donc, le 23. Also am 23. Nous sommes partis à Stuttgart. Sind wir nach Stuttgart gefahren. Et pendant l'adoration. Während der Anbetung. Et le frère Patience. Le frère Patience. Bruder Patience. Le frère Patience. Nous a demandé de ceux qui voulaient la guérison de passer devant. Während der Anbetung hatte der Bruder Patience gesagt, dass alle die Heilung wollen nach vorne kommen sollen. Et nous sommes partis. Und wir sind dann alle nach vorne gegangen. Mais je voulais que comme nous sommes idolâtres. Da manche von uns so Götzendiener sind, wollte ich unbedingt. Je voulais que le frère Patience prie pour moi. Ich wollte unbedingt, dass der Bruder Patience für mich betet. Mais c'est un autre frère qui a prié pour moi. Aber es war ein anderer Bruder, der für mich gebetet hatte. Que je ne connais même pas. Den ich nicht mal wirklich kannte. Mais le frère a fini de prier. Als der Bruder fertig gebetet hatte, ich suis venu m'asseoir. Bin ich dann zurück zu meinem Platz gegangen und habe mich hingesetzt. Et je suis parti à, je suis retourné à Hambourg. Und später sind wir dann zurück nach Hamburg gefahren. Deux jours après, Zwei Tage später, je me levais sans m'appuyer sur des trucs. Bin ich aufgestanden, ohne mich an irgendetwas festzuhalten. Je sentais plus les douleurs. Ich spürte keine Schmerzen mehr. Et du, wow. Ich sagte, wow. Le Seigneur m'a guéri. Gott hat mich geheilt. Le samedi, comment c'est revenu? Den Samstag darauf, als sie uns zusammen getroffen hatten,
avec les frères. Hat ich das mit den Brüdern und Schwestern geteilt. Tu peux sauter. Ich kann jetzt springen. Je peux faire des roulements comme ça. Ich kann jetzt kicken. Dieu bon. Gott ist gut. Et que Dieu, il n'a pas changé. Gott verändert sich nicht. C'est pourquoi je veux partager mon témoignage. Deswegen möchte ich mein Zeugnis teilen. Que la gloire revient à notre Dieu. Damit Gott die Herrlichkeit gebührt. Was kannst du denn zu den Deutschen sagen, beziehungsweise zu allen, die nicht glauben, dass Gott immer noch heilt? Que notre Dieu n'a pas changé. Dass unser Gott sich nicht verändert hat. Ce qu'il a fait hier, was er gestern gemacht hat, il fait aujourd'hui. Macht er heute noch. Et je suis le témoignage que Dieu continue toujours de guérir. Und ich bin ein Zeugnis davon, dass Gott weiterhin heilt. Et que de mettre notre foi en ce Dieu-là. Und dass wir unser Vertrauen in diesen Gott setzen. Amen. Amen.